kleine Mädchen, gefangen in einer geheimen Welt. Hinter verschlossenen Türen sind sie vor neugierigen Blicken versteckt. Sie arbeiten im Schatten der Großstädte, als Sexsklavinnen in den dunklen Gassen der Bordelle, als Dienerinnen in den Häusern des Mittelstands. Gekauft, verbraucht und wiederverkauft. Indiens Sklavenmädchen. Kinderarbeit ist das schmutzige Geheimnis eines jeden Landes dieser Erde. Geschätzte 200 Millionen Kinder weltweit müssen arbeiten. Oft verrichten sie harte und erniedrigende Arbeiten. Doch ein Land hat die größte Anzahl arbeitender Kinder dieser Welt. Indien. Wir befinden uns in Neu-Delhi, der Hauptstadt Indiens. Es herrschen gute Zeiten für Indien. Die Wirtschaft boomt, der Mittelstand wächst. Die Immobilienbranche hat Hochkonjunktur. Doch eine Sache hat sich nicht geändert. In Indien angekommen, begegnen einem schon nach kurzer Zeit die arbeitenden Mädchen. Sie verkaufen Gemüse oder andere kuriose Dinge auf dem Markt und in den Straßen. Wie heißt du? Kabuta. Wie viel verdienst du pro Tag? 100 Rupien, mehr nicht. Wie viel ist das, $2? Gehst du zur Schule? Warum nicht? Wie soll sie hier arbeiten, wenn sie zur Schule geht? Wie soll sie sich ernähren? Niemand wird sie auch nur einen Tag lang durchfüttern. Kabutas Eltern sind so arm, dass sie nach Delhi geschickt haben, um zu arbeiten. Bei einem Rundgang durch die Stadt erkennen wir, dass Kabuta nicht die Einzige ist. Geschätzte 60 Millionen Kinder arbeiten auf Farmen, in Fabriken, Haushalten und auf den Straßen der großen Städte. Über 1 Milliarde Menschen leben in diesem Land, viele davon in bitterster Armut. Jahrhundertealte Traditionen haben die Gesellschaft gespalten. In die Privilegierten und die, die ihnen dienen. In dieser Kombination gärt der Missbrauch. Wir erfahren, dass jedes Jahr tausende Mädchen harte Arbeit verrichten müssen oder gar als Sklaven verkauft werden. Wir sind hier, um mehr über diesen Schwarzmarkt für Sklavenmädchen herauszufinden. Guten Morgen. Guten Morgen, Lisa. Wie geht es Ihnen? Gut. Schön, Sie zu sehen. Kailash Satyarthi ist Chef der Organisation South Asian Coalition on Child Servitude, kurz SACS. SACS hat seit seiner Gründung 1987 mehr als 70.000 Kinder aus der Sklaverei befreit. Viele Menschen im Westen denken vielleicht, dass diese Mädchen, die aus sehr armen Dörfern stammen, mit ihrem Verdienst der Familie helfen. Was ist daran so schlecht? In Indien arbeiten 60 Millionen Kinder. Die Hälfte davon sind Mädchen. Gleichzeitig sind aber 65 Millionen Erwachsene arbeitslos. Junge Mädchen werden einfach bevorzugt, weil sie billiger sind. Sie sind hilflos und können auf jede Weise ausgenutzt werden, auch sexuell. Man lässt sie aus einem einfachen Grund arbeiten. Sie sind billige Arbeitskräfte. Kailash Satyarthi und seine Organisation SACS sind auf der Suche nach missbrauchten Mädchen. Heute folgen wir einem SACS-Mitarbeiter, der eine Nussfabrik überprüft. Wir treffen gleich unseren Kontaktmann. Wir führen verdeckte Ermittlungen durch mit versteckter Kamera. Wir gehen in eine Fabrik, in der Kinder angeblich zur Arbeit gezwungen werden. Drei werden vorausgehen. Denen könnt ihr folgen. In einer Gasse arbeiten viele kleine Mädchen. Man wird euch ein Signal geben. Ihr werdet die Kinder sehen. Mit versteckter Kamera folgen wir den SACS-Mitarbeitern bei ihren Ermittlungen. Wir gehen um eine Ecke und sehen auf einmal viele Familien, die in dieser behelfsmäßigen Fabrik Mandeln schälen. Kleine Mädchen knacken Nüsse,
manchmal nur mit ihren Zähnen. Die Eltern sind Sklaven. Sie sind hochverschuldet. Und sie haben diese Schulden an ihre Kinder weitergegeben. Die Familien bekommen kaum Lohn, bis die Schulden abbezahlt sind. Die meisten dieser Kinder werden ihr Leben lang Sklaven bleiben. Sachs wird die Fabrik weiter beobachten. Doch jetzt müssen wir diese Kinder erst einmal zurücklassen. In ganz Indien arbeiten Mädchen nicht nur in Fabriken, sondern schuften auch in Privathaushalten. Manche von ihnen enden als Sklaven, gefangen und gefoltert hinter verschlossenen Türen. Bei Sachs bereiten sich Kailash Satyarthi und sein Team auf eine Razzia vor. Sie haben einen Hinweis auf ein junges Mädchen erhalten, das als Dienerin gehalten wird. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiter von Sachs werden als Ehepaar getarnt, versuchen, Kontakt mit dem Mädchen aufzunehmen. Sie geben vor, die Mutter des Mädchens zu kennen. So werden sie das Mädchen vielleicht alleine sprechen können. Wir begleiten sie. Sollten sie das Mädchen finden, werden sie es sofort befreien und mitnehmen. Die Wohnung liegt in einem Hochhaus. Das Sachs-Team geht voraus, um zu sehen, ob das Mädchen da ist. Sie tragen ein Mikrofon. Ein Sachs-Mitglied bleibt bei uns und hört mit. Sie kommen wieder. Sie durften nicht in die Wohnung oder mit dem Mädchen sprechen. Aber sie haben es gesehen. Die beiden haben nicht mit dem Mädchen gesprochen, doch es wird dort als Dienstmädchen gehalten. Das Team bereitet sich vor. Es geht los. Wir folgen ihnen, als sie die Wohnung stürmen. Unterdessen sind auch Polizei und die Presse eingetroffen. Sachs hofft, dass die Presse dazu beiträgt, Aufmerksamkeit zu erregen. Das Mädchen heißt Chanda. Sie ist wahrscheinlich 13 oder 14 Jahre alt. Sie ist völlig überfordert. Das sieht man ihr an. Man muss deshalb die Presse einschalten, da die Polizei sonst nicht kommen würde. Die Polizei kann die Arbeitgeber festnehmen. Es gibt mehr als 10 Gesetze gegen Kinderarbeit. Doch es ist kompliziert. Die meisten Inder glauben, dass sie den Mädchen helfen, wenn sie sie für sich arbeiten lassen. Ihr Vater ist Alkoholiker. Er würde sie überall hin verkaufen. Er trinkt so viel, dass er seine Töchter verkauft. Wir wissen nicht, was das Beste für Chanda ist. Doch eines ist sicher. Hier bliebe sie bis an ihr Lebensende eine Sklavin. Es hat sich ein Menschenauflauf gebildet. Die Nachbarn sind wütend. Nicht auf die Arbeitgeberin, sondern auf Sachs. Chanda sei niemals misshandelt worden. Sie sind empört, dass Sachs sie mitnehmen will. Das Leben ist hart. Sie müsste überall ein bisschen arbeiten. Morgens um 10 Uhr sieht man überall Mädchen, die kommen, um im Haushalt zu helfen. Wie viele wollen Sie davon abhalten? Die Polizei beginnt mit der Untersuchung. Wir müssen die Kamera ausschalten und gehen. Die Polizei wird einige Tage brauchen, um Chandas Fall zu untersuchen. Sachs hat bereits tausende Mädchen wie Chanda gerettet. Und sie kennen auch einen Ort, wo das Mädchen bestens aufgehoben ist.
Das ist der Balika Ashram. Der Ashram ist ein Heim für Mädchen, die von Sachs gerettet wurden. Hi, namaste. Fast alle Mädchen hier wurden einst als Sklavinnen missbraucht. Einige von ihnen mussten von 4 Uhr morgens bis Mitternacht arbeiten. Viele wurden sexuell und körperlich missbraucht. Sie tragen die Narben bis heute am Körper. Dabei sind sie noch so jung. Hier treffen wir auch Sveta und ihre jüngere Schwester Shilpi. Ist das dein Bett? 16 Mädchen in einem Raum. Schnarcht denn jemand? Nein? Wir fragen die Schwestern, wie es dazu kam, dass sie zu Dienstmädchen wurden. Shilpi ist 9 und Sveta 14 Jahre alt. Wie lange seid ihr schon hier im Ashram? Es sind jetzt 5 Monate. Könnt ihr uns etwas über euch erzählen, was euch passiert ist? Ich wurde dort hingebracht und man sagte mir, ich würde dort etwas lernen. Aber ich habe fast jeden Tag geweint. Sie musste für sie kochen und auf das Baby aufpassen. Wurdest du auch geschlagen? Seine Frau hat zugeschaut. Die Mädchen erzählen, dass sie bei ihrer Mutter lebten, bis eine Verwandte anbot, sie in die Stadt zu bringen. Sie sagte, ich nehme sie mit. Ich sorge für ihre Ausbildung und nebenbei können sie arbeiten. Meine Mutter konnte unsere Schule nicht bezahlen, also stimmte sie zu. Doch die Verwandte verkaufte Sveta an eine Familie aus der Stadt. Sie benutzten Sveta als Sklavin. Sie musste von 4 Uhr morgens bis Mitternacht schuften. Und es wurde immer schlimmer. Ich wurde jeden Tag beschimpft und geschlagen. Manchmal schlugen sie mich mit der Hand. Manchmal nahmen sie einen Stock oder einen Besen. Ihre Arbeitgeber gingen aber noch weiter. Sie drohten ihr, sie würden sie umbringen, wenn sie ihrer Mutter davon erzählte. Beim Arbeiten habe ich viel geweint. Wenn ich nur daran denke, möchte ich gleich wieder weinen. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis Svetas Mutter die Wahrheit herausfand und sie rettete. Als ich meine Familie sah, brach ich zusammen. Vor Erleichterung habe ich nur geweint. Ich hatte auf einmal ein neues Leben. Die meisten Mädchen hier im Ashram waren, wie die beiden Schwestern, vorher Dienstmädchen. Doch etwa 2 Millionen Mädchen ergeht es noch weitaus schlimmer. Sie arbeiten als Sexsklavinnen in den Rotlichtvierteln des Landes. Mädelsmänner hatten ihren Eltern versprochen, den Mädchen Arbeit als Dienstmädchen in der Stadt zu verschaffen. Stattdessen verkauften sie sie an Bordelle. Indische Prostituierte sind im Durchschnitt 14 Jahre alt. Wie alt bist du? 12. Wir erfahren, dass jedes Jahr Zehntausende Mädchen an Bordelle verkauft werden. Doch wir können sie nur heimlich treffen. Wir fahren jetzt zur GB Road, dem Rotlichtviertel von Neu-Delhi. Die Gegend ist sehr schäbig. Kameras sind dort verboten. 3 Männer werden als Kunden getarnt, mit versteckter Kamera hingehen. Alles, was man sieht, ist eine heruntergekommene Geschäftsstraße voller Haushaltswarenläden. Doch am Ende dieser schmalen Treppe betreten wir eine andere Welt.
Wir werden von älteren Prostituierten bedrängt, die uns junge Mädchen anbieten. Sie ist jung und schön. Wie alt ist sie? Was möchten Sie gern? Was haben Sie denn? Alle Größen. Sie bekommen, was Sie wollen. Wir haben viele Mädchen, auch Minderjährige. Die Frauen wissen wahrscheinlich, dass es illegal ist, Mädchen unter 18 anzubieten. Doch es geschieht in jedem Bordell, das wir betreten. Wir möchten mit einer jungen Prostituierten sprechen. Wir sehen ein Mädchen und zahlen den Betrag, den es fordert. Sie nennt sich hier Rada. Wir schätzen sie auf 12 bis 14 Jahre. Sie führt unseren Kollegen in ein Zimmer. Rada ist erst seit einem Monat hier. Sie wurde von ihrer eigenen Schwester verkauft. Sollen wir anfangen? Nein, noch nicht. Bist du freiwillig hier? Meine Schwester ist auch hier. Es ist ein Familiengeschäft. Alle arbeiten hier. Obwohl es ein Familienbetrieb ist, hatte Rada einen schweren ersten Monat. Du willst das alles gar nicht, stimmt's? Geht es dir nicht schlecht? Es geht mir schlecht, aber was soll ich tun? Mein Leben ist schon zerstört. Warum soll ich also gehen? Stockend erzählt Rada den wahren Grund, warum sie nicht gehen kann. Ein Stockwerk tiefer erholt sich ihr Vater von einer Nierenoperation. Rada wurde verkauft, um die Arztrechnungen zu bezahlen. Jetzt denke ich an meinen Vater. An mich denke ich später. Ich will, dass mein Vater behandelt wird. Bevor er geht, fragt unser Kollege Rada, was sie sich für ihr Leben wünscht. Jedes Mädchen träumt davon, zu heiraten, Kinder und ein Haus zu haben. Kein Mädchen möchte im Bordell arbeiten. Aber aus bestimmten Gründen ist man dazu gezwungen. Wir verlassen Rada und wissen, dass ihr Traum vielleicht nie wahr wird. Für Mädchen wie sie ist es fast unmöglich, dem Bordell zu entkommen. Es sei denn, sie werden gerettet. Hier kommt die 19-jährige Rinko ins Spiel. Rinko ist eine Aktivistin für STOP, eine Organisation, die Mädchen aus der Sexsklaverei herausholt. Wir treffen Rinko im STOP-Heim, einer Zuflucht für die Mädchen, die STOP in den letzten Jahren gerettet hat. Rinko hat viel zu tun und mehr Verantwortung als die meisten Teenager. Was kochst du am liebsten? Am liebsten Momos. Du machst Momos? Wer hat dir das gezeigt? Alles klar, irgendjemand. Machst du sie hier? Vielleicht kannst du Momos für uns kochen. Ich mag auch Nudeln und Chow Mein. Du bist 19? 19, ja. Noch so jung. Wie alt schätzt du mich? 23, 20. Wirklich? Ich bin 33. 33, mein Gott. Ich weiß, ich bin eine alte Frau, stimmt's? Bist du verheiratet? Nein. Ist das schlimm mit 33? Nein, das ist okay. Möchtest du heiraten? Noch nicht. Familienplanung steht bei Rinko nicht an erster Stelle. Sie ist viel unterwegs und hält nach Menschenhändlern in der Stadt Ausschau. Heute nimmt sie uns mit. Wir wollen Meldungen nachgehen, dass im nahegelegenen Slum junge Mädchen von Männern verschleppt werden. Ist die Gegend gefährlich? Ja, aber das ist mir egal. Warum ist es dir egal? Ich mag meine Arbeit und helfe gerne. Du hilfst gern. Der Slum unterscheidet sich nicht sehr von der Umgebung. Doch Rinko weiß es besser. Sie hat erfahren, dass Menschenhändler genau hier mit Kinderprostituierten handeln. Wir treffen Rinkos Informanten, die die Gegend beobachtet haben. Sie haben gesehen, dass drei Mädchen heute abgeholt wurden.
Sie werden Rinko zu dem Haus des Händlers führen. Dieses große Haus hier ist es. Doch jetzt ist es verschlossen. Niemand ist zu Hause. Er wusste, dass wir kommen und ist geflohen. Er hat abgeschlossen. Er ist viel klüger als wir. Die Kinder hören zu. Wir können hier nicht reden. Gehen wir. Zurück im Haus von Rinkos Informanten fragen wir nach dem Kinderhändler. Wenn du keinen Erfolg hast, was passiert dann? Wirst du es weiter versuchen? Er sitzt jetzt wahrscheinlich in einem Hotel in der Nähe. Er wird zurückkommen. Es wird weitergehen. Für uns ist es erst ein Misserfolg, wenn er flieht und nie mehr wiederkommt. Doch seine Sachen sind in dem Raum, also kann er nicht weit sein. Was ist das für ein Gefühl, wenn du alles versuchst, aber scheiterst? Ich weiß nicht, wie es den Mädchen geht, also fühle ich mich schlecht. Rinko wird die Gegend weiter beobachten. Doch ihre Arbeit wird mit jedem Tag schwieriger. Die Händler arbeiten überall in der Stadt. Wir fahren zu einem Ort, wo Mädchen für nur $1 verkauft werden. Wir fahren jetzt zu einem LKW-Rastplatz. Rinko sagt, dass hier viele Mädchen zur Prostitution gezwungen werden. Auf diesem Rastplatz halten viele Pendler, um sich ein Mädchen zu holen. Viele LKWs kommen vorbei und die Mädchen kommen aus diesen Gassen. Sie werden mit den LKWs woanders hingefahren und dort zum Sex gezwungen. Werden hier viele junge Mädchen mitgenommen? Ja, sehr kleine Mädchen, aber auch ältere. Hier ist es nicht wie im Bordell. Die Händler und Prostituierten gehen in der Menge unter. Wir schauen uns um, können aber keine Transaktionen erkennen. Rinko hat schon einige Mädchen von hier gerettet. Es ist ein Risiko für sie, hierher zu kommen. Wir versuchen, Rinko abzuschirmen, denn sie kommt sonst inkognito hierher. Die LKW-Fahrer sollen sie nicht sehen. Während wir Rinko beschützen, hat sie mehr Angst um die Mädchen. Rastplätze wie diese sind heute die wichtigsten Orte in Indien für den Handel mit Prostituierten. In Delhi haben Rinko und Stop sogar Mädchen im Alter von 11 Jahren gerettet. Einige von ihnen leben jetzt hier mit Rinko im Stopheim. Sind diese Mädchen deine Familie? Ja, meine Familie, meine Schwestern. Bist du für sie so etwas wie eine große Schwester? Nicht groß, eher mittel. Los, beeilt euch, ihr seid spät dran. Rinko passt gut auf die jüngeren Mädchen auf. Sie weiß, was die Mädchen durchmachen, denn auch sie war eine von ihnen. Rinko war erst 11 Jahre alt, als ihre Tante sie in ein Bordell in der GB Road brachte. Vier Jahre lang hat ihre Tante sie für Höchstpreise verkauft. Manchmal an mehrere Männer pro Nacht. Kannst du uns ein wenig von dem erzählen, was du als Kind erlebt hast? Wir bekamen einen kleinen Raum für unsere Sachen. Wenn Männer kamen, gingen wir mit ihnen runter in ein anderes Zimmer. Einmal brachten sie ein kleines Mädchen mit. Sie sah sehr jung aus. 3 oder 4 Männer hielten sie fest, während sie sie vergewaltigten. Sie hat stark geblutet und sich wie verrückt gewehrt. Sie haben sie weggebracht und ich habe sie nie wieder gesehen. Auch Rinko wurde immer wieder vergewaltigt.
Ich konnte tagelang nicht schlafen. Ich habe nur geschrien und geweint wie eine Verrückte. Ich habe jeden um Hilfe gebeten, aber niemand tat etwas. Ich war mir sicher, dass ich dort sterben würde. Was ich alles mit eigenen Augen gesehen habe, das ist ein ganz schlimmes Leben. Man überlebt es nur schwer. Konntest du fliehen? Wurdet ihr stark kontrolliert? Was war das für ein Umfeld? Am Anfang wollte ich immer fliehen. Doch meine Tante fragte, wohin? Wenn du fliehst, holen dich die Zuhälter wieder zurück. Und wenn du es bis nach Hause schaffen solltest, dann hole ich dich zurück. Wohin sollte ich gehen? Ich hatte keine Zuflucht. Stop befreite Rinko von ihrem Leben in der GB Road. Doch tausende Mädchen leben immer noch dort. Nachdem wir das alles erfahren haben, fällt es uns besonders schwer, das Mädchen, das wir getroffen und zurückgelassen haben, zu vergessen. Im Stop-Büro zeigen wir Rinko die Aufzeichnung von unserem Besuch bei Radha, der Prostituierten in der GB Road. Roma Debabrata, die Leiterin von Stop, die Rinko einst herausholte, hört ebenfalls zu. Als Journalisten versuchen wir immer, nicht in die Geschehnisse einzugreifen, über die wir berichten. Doch diesmal ist es anders. Meine Schwester ist auch hier. Es ist ein Familiengeschäft. Doch wir wissen nicht, ob Radha ihre Familie verlassen und gerettet werden möchte. Man hat ihr eine Art Gehirnwäsche verpasst. Es wird sehr schwer, sie herauszuholen. Sie ist minderjährig, kennt ihre Rechte nicht und hat nicht darüber nachgedacht. Aber wenn wir mit ihr sprechen und ihr einen anderen Weg zeigen, vielleicht wird sie ein anderes Leben wählen. Rinko und Roma Debabrata beschließen, Radha aus dem Bordell zu holen. Doch sie müssen sich beeilen. Sie erzählen uns, dass die Mädchen in Sekundenschnelle versteckt werden. Dieses Vorhaben muss sehr präzise durchgeführt werden. Denn wenn man einmal scheitert, findet man das Kind nie wieder. Sie sagen also, dass dies die einzige Chance sei, das Mädchen zu retten. Genau. Wenn man ein Mädchen einmal im Visier hat, heißt es, jetzt oder nie. Diese Videos von früheren Razzien zeigen, wie Bordellbesitzer Aktivisten und Polizisten überlisten. Jedes Bordell ist wie ein Labyrinth. Es gibt Verstecke in doppelten Böden und hinter falschen Wänden. In geheimen Tunneln können mehrere Mädchen versteckt werden. Auch in den Dachböden gibt es Verstecke. Die Suche nach einem Mädchen kann Stunden dauern. Außerdem haben die Bordellbesitzer ein weiteres Ass im Ärmel. Korrupte Polizisten. Normalerweise begleitet die Polizei die Aktivisten bei Razzien. Doch auf jeden ehrlichen Polizisten kommen mehrere, die die Bordellbesitzer gegen Geld vorwarnen. Ohne Überraschungseffekt kann eine Razzia sehr gefährlich werden. Ich weiß, dass ich in Gefahr bin, aber ich habe keine Angst zu sterben. Ich weiß nicht warum. Aber wenn ich 50 Mädchen retten kann und dabei sterbe, dann weiß ich wenigstens, dass ich gestorben bin, als ich das Richtige tat. Rinko wird sich von Kopf bis Fuß verschleiern, um unerkannt zu bleiben. Jetzt ist sie bereit für die GB Road. Da Radha unser Team bereits kennt, hat Stop uns gebeten, als Kunden zu prüfen, ob sie da ist. Rinko wird vor dem Bordell auf unseren Anruf warten. Hi,
Wir betreten das Bordell in der GB Road mit einer versteckten Kamera. Der erste, den wir treffen, ist ein Polizist. Hier stimmt etwas nicht. Wir fragen nach Radha und sollen warten. Wir haben keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Schließlich kommt Radhas Schwester. Sie sagt, Radha sei nicht da. Und sie sagt, die Polizei spreche von einer Razzia in der GB Road. Rinko und ihr Team sind noch in Wartestellung, als unser Kollege sie anruft. Rohit hat angerufen. Sie wussten von der Razzia. Die Polizei hat sie vorgewarnt. Sie können jetzt wenig tun. Sie sagen die Razzia ab. Die Polizei hat das Bordell verlassen. Auch wir sollen lieber gehen. Radha ist nirgendwo zu sehen. Wir wissen nicht, ob Radha weiß, dass die Razzia ihr gegolten hatte. Wenn wir sie nicht in 2 bis 3 Tagen retten können, werden sie sie nach Mumbai oder Kalkutta bringen. Sie wird für immer verschwinden. Rinko will einen weiteren Versuch wagen. Doch dieses Mal will sie es allein versuchen, ohne die Polizei. Wir sind zurück im Balika Ashram, dem Heim für Mädchen, die Sachs aus der Sklaverei befreit hat. Wir werden Zeugen einer besonderen Feier. Die Schwestern Sweta und Shilpi werden in ihr Dorf zurückkehren. Sweta und Shilpi gehen heute nach Hause zurück. Sie verlassen die familiäre Umgebung, in der sie Unterstützung und Freunde gefunden haben, die Ähnliches durchgemacht haben wie sie. Bestimmt haben sie ein bisschen Angst. In den vergangenen 6 Monaten waren die Mädchen von der Außenwelt abgeschirmt. Jetzt müssen sie wieder alleine klarkommen. Der Ashram hat die Schwestern auf diesen Tag vorbereitet. Sweta hat Näh- und Computerkurse besucht. Sie hat Hindi und Algebra gelernt. Doch das Wichtigste ist, sie kennt nun ihre Rechte. Kinder haben ein Recht zu lernen und zu spielen. Sie sollten genug zu essen und viel Fürsorge bekommen. Dieses Selbstbewusstsein der Mädchen könnte ihnen helfen, da draußen zurechtzukommen. Im Heim habt ihr Unterstützung durch all eure Schwestern, die ähnliche Dinge erlebt haben. Wie fühlt es sich an, sie verlassen zu müssen? Ich bin froh und traurig, denn ich habe so gute Freundinnen hier. Ich bin traurig, dass ich diese Freundinnen verlassen muss. Die Schwestern werden mit dem Zug in ihr kleines Dorf fahren. Wir begleiten sie, um zu sehen, was sie erwartet. Sweta, wir fahren zurück in euer Dorf. Das ist der Ort, an dem ihr damals von eurer Familie getrennt wurdet. Seid ihr deshalb nervös? Ich habe keine Angst. Wenn mich jemand wegschicken will, werde ich nicht gehen. Ich bin jetzt so selbstbewusst, dass ich nicht gehen werde. Selbst wenn sie mich überlisten wollten. Sweta hofft, dass ihr Leben diesmal anders sein wird. Wir hätten nie gedacht, dass wir Kindersklaven sein würden und in den Häusern anderer Menschen arbeiten müssen. Das hatten wir uns nie vorgestellt. Ich hätte nicht arbeiten, sondern lernen und spielen sollen. Ich finde, meine Kindheit wurde mir gestohlen.
Es ist früher Morgen und wir haben unser Ziel fast erreicht. Wir sind in Jharkhand, einer der ärmsten Regionen Indiens. Die Mädchen werden hier nur wenige Möglichkeiten haben. Doch es gibt hier etwas, auf das sie sich besonders freuen. Ihr Zuhause und ihre Familie. Ich habe viele Dinge gelernt, mit dem Computer arbeiten, nähen. Ich werde weiter lernen. Wie war es dort? Mir hat es sehr gefallen. Ich dachte, ich komme nie zurück. Aber jetzt bin ich hier. Alle Freunde kommen und begrüßen sie. Das sind Shilpis Freunde. Doch Shilpi ist zu schüchtern. Dort hat sie so viel geredet. Was ist nur los mit ihr? Meine beste Freundin. Wenn man die Mädchen in ihrem Zuhause sieht, fällt es schwer zu glauben, dass sie als Sklavinnen missbraucht wurden. Wir möchten verstehen, warum Svetas Mutter sie damals weggegeben hat. Warum haben sie die Mädchen dem Mittelsmann mitgegeben? Ihr Vater war gerade gestorben. Ich hatte kein Einkommen, konnte die Schule nicht bezahlen. Ich dachte, so könnten sie etwas aus ihrem Leben machen. Und es würde uns finanziell helfen. Das dachte ich, als ich sie wegschickte. Es ist ganz anders, die Kinder in ihrem Dorf zu sehen. In der Stadt hatten sie Kosmetikkurse und lernten Mathematik. Jetzt sind sie zu Hause, haben ein neues Selbstbewusstsein und so viel gelernt. Dennoch sind sie in derselben Situation wie vorher. Wie wollt ihr nun Geld verdienen? Als Älteste muss ich den Haushalt führen. Ich habe gelernt zu nähen. Also werde ich eine Nähstube eröffnen und kann damit meine Familie unterstützen. Sveta braucht Geld, um eine Nähstube zu eröffnen. Doch ihre Mutter kann ihr finanziell kaum helfen. Wenn ich weggehe, um woanders Geld zu verdienen, werden die Mädchen keine Mädchen bleiben. Es gibt keine Arbeit hier. Keine Fabrik, keine Stadt, nichts. Alle Eltern hier im Dorf haben weniger als $2 am Tag zur Verfügung. Es gibt für sie Wichtigeres als die schulische Ausbildung ihrer Kinder. Doch Sachs gibt neue Impulse zum Thema Ausbildung. Wir sind unterwegs mit Kailash Satyarthi und seinem Team von Freiwilligen in einem speziellen Bus. Was ist das für ein Bus? Das ist der Befreiungsbus. Wir fahren damit von Dorf zu Dorf und versuchen, den Menschen etwas beizubringen. Sie mit Hilfe von Volkskultur, Straßentheater, Liedern und Musik zu sensibilisieren. Heute fahren wir durch die Dörfer von Rajasthan, nicht weit von Delhi entfernt. In all diesen Dörfern gibt es Kinderarbeit. Deshalb sind wir hier. Lustig, dass alle sehen wollen, warum hier so eine Unruhe herrscht. Innerhalb von Sekunden sind wir von Neugierigen umzingelt. Vielleicht haben Sie schon einmal ein Straßentheater gesehen. Doch diesmal sehen Sie ehemalige Kindersklaven, die ihre Torturen nachspielen. Arbeitet schneller! Schlaft ihr etwa? Das Stück soll die Eltern hier aufwecken.
Wenn die Eltern wüssten, was Ausbeutung bedeutet, würden sie ihre Kinder davor bewahren. Sie wissen nicht, was Kinderarbeit anrichtet. Viele kennen den Wert von Bildung nicht. Deshalb ändert sich nichts und es ist ein fester Bestandteil ihrer Traditionen. Kailash Satyarthi kämpft gegen diese Traditionen. Heute kämpft er gegen die Meinung, dass Jungen lernen sollten und Mädchen nicht. Wenn Sie glauben, Jungen sollten lernen und Mädchen zu Hause arbeiten, dann ist das falsch. Kann man ein Fahrrad fahren, das ein sehr großes und ein winziges Rad hat? Er holt junge Mädchen auf die Bühne und überprüft, ob sie zur Schule gehen. Holt das Mädchen dort. Sie ist 14. Sie wurde vor kurzem aus der Schule genommen. Gehst du zur Schule? Kailash Satyarthi holt ihren Vater auf die Bühne. Er findet heraus, dass der Vater seinen Sohn unterrichtet. Er drängt ihn, dies auch mit seiner Tochter zu tun. Entscheiden Sie sich heute, sie wieder zur Schule zu schicken. Möchtest du etwas lernen? Ja. Sie möchte und sie wird zur Schule gehen. Alle, die ihre Töchter bilden wollen, heben die Hand. Während Kailash Satyarthi die Eltern überzeugt, weiß er, dass Bildung allein keine Lebensgrundlage ist. Doch sie wird dafür sorgen, dass die Mädchen keine leichten Opfer werden. Diese Botschaft wird der Bus in allen Dörfern verbreiten. Zurück in Delhi wird es wieder eine lange Nacht für die Stop-Mitarbeiter. Rinko und ihr Team wollen einen letzten Versuch starten, um Radha zu retten, die junge Prostituierte aus der JB Road. Wir wurden wieder gebeten, als Kunden getarnt nachzusehen, ob Radha da ist. Rinko wird draußen auf unseren Anruf warten. Doch diesmal wird sie die Razzia allein durchführen, ohne Polizei. Das erhöht die Chancen, Radha zu finden. Doch es macht die Razzia für uns alle gefährlicher. In der GB Road steigen wir die Treppe zum Bordell hinauf. Wir suchen Radha und sie bringt uns in ein Zimmer. Jetzt müssen wir Rinko anrufen. Rinko und ihr Team stehen draußen bereit. Als sie unseren Anruf bekommen, beginnen sie mit der Razzia. Sie schleichen die Treppe hoch zum Bordell. Jetzt muss Rinko Radha finden. Ich bin nach oben gegangen und habe in mehrere Zimmer geschaut, aber ich konnte sie nicht finden. Dann hörte ich die Stimme unseres Lockvogels. Rinko folgt seiner Stimme. Aber sie weiß nicht, ob Radha sich wehren wird. Doch als Radha die Tür öffnet, kann sie sich vor Angst nicht bewegen. Sie lässt sich von Rinko nach draußen bringen. Als ich das Mädchen gefunden hatte, zitterte sie und ihr Körper wurde ganz heiß. Sie war sehr verängstigt. Sie wusste nicht, was passierte. Radhas Vater und Schwester mischen sich ein. Doch Radha wird herausgeführt und zur Polizei gebracht. Es ist ein bittersüßer Moment für Rinko. Einerseits freue ich mich riesig. Andererseits tut es mir so leid, dass dieses Mädchen so viel ertragen muss. Sie muss viele Fragen haben. Ich wünschte, ich könnte sie alle beantworten.
Du musst keine Angst haben. Dir wird nichts passieren. Bei der Polizei müssen wir lange warten. Sie werden Radha in ein staatliches Heim bringen, bis alles geklärt ist. Rinko versucht, mit Radha zu sprechen. Sie soll über andere Arten zu leben nachdenken. Die Leute verachten diese Arbeit, weißt du das? Jeder hat seine eigenen Traditionen. Unsere Traditionen bestimmen wir aber nicht selbst. Vergiss das nie. Du hast das Recht auf ein eigenes Leben. Du kannst so viel tun, für dich selbst denken. Du musst nur von diesem Ort verschwinden. In den kommenden Monaten will Rinko versuchen, Radha zur Therapie in ein Stopheim zu holen. So schwer es für Radha sein wird, nicht mehr bei ihrer Familie zu sein, hoffen wir, dass sie die Chance hat, künftig über ihr eigenes Leben zu bestimmen. Rinko verlässt die Polizeistation und geht nach Hause. Doch sie weiß, dass ihr noch ein langer Kampf gegen die Menschenhändler bevorsteht. Wir besuchen noch einmal Sveta und Shilpi in Jharkhand. Und wir haben eine Überraschung für sie. Here we go. Wir haben ein Geschenk. Guten Morgen. Sind Sveta und Shilpi da? Wir haben ein Geschenk für euch. Was meinst du? Willst du sie nicht ansehen? Wir haben für Sveta eine Nähmaschine gekauft. Sveta, jetzt kannst du deine Nähstube eröffnen und der Familie helfen. Sehr aufregend. Wann willst du den Laden eröffnen? Heute. Alle Nachbarn kommen vorbei, um die Nähmaschine zu sehen. Es ist vielleicht die erste im ganzen Dorf. Wir hoffen, sie ist nicht die letzte. Glaubst du, du wärst so selbstbewusst, wenn du nicht im Ashram gewesen wärst? Wäre ich im Dorf geblieben, hätte ich nie erfahren, was eine Nähmaschine ist. Ich habe erst im Ashram gelernt, dass eine Nähmaschine ein Werkzeug ist, mit dem ich Geld für meine Familie verdienen kann. Vielleicht ist das größte Geschenk des Ashrams an die Mädchen das neue Selbstwertgefühl. Es ist ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem Indien ohne Kinderarbeit. Und zu einer Welt ohne Sklaven. Sklaverei hat auf der ganzen Welt Tausende von Träumen zerstört. Doch in Indien versuchen einige Menschen, den Mädchen zu einer eigenen Stimme zu verhelfen. Diese Mädchen möchten einfach nur Mädchen sein und ihre Kindheit wieder als Kinder genießen dürfen. In diesen Dörfern gibt es Kinderarbeit. Deshalb sind wir hier. Lustig, dass alle sehen wollen, warum hier so eine Unruhe herrscht. Innerhalb von Sekunden sind wir von Neugierigen umzingelt. Vielleicht haben Sie schon einmal ein Straßentheater gesehen. Doch diesmal sehen Sie ehemalige Kindersklaven, die ihre Torturen nachspielen. Hey,
Arbeitet schneller! Schlaft ihr etwa? Das Stück soll die Eltern hier aufwecken. Wenn die Eltern wüssten, was Ausbeutung bedeutet, würden sie ihre Kinder davor bewahren. Sie wissen nicht, was Kinderarbeit anrichtet. Viele kennen den Wert von Bildung nicht. Deshalb ändert sich nichts und es ist ein fester Bestandteil ihrer Traditionen. Kailash Satyarthi kämpft gegen diese Traditionen. Heute kämpft er gegen die Meinung, dass Jungen lernen sollten und Mädchen nicht. Wenn Sie glauben, Jungen sollten lernen und Mädchen zu Hause arbeiten, dann ist das falsch. Kann man ein Fahrrad fahren, das ein sehr großes und ein winziges Rad hat? Er holt junge Mädchen auf die Bühne und überprüft, ob sie zur Schule gehen. Holt das Mädchen dort. Sie ist 14. Sie wurde vor kurzem aus der Schule genommen. Gehst du zur Schule? Kailash Satyarthi holt ihren Vater auf die Bühne. Er findet heraus, dass der Vater seinen Sohn unterrichtet. Er drängt ihn, dies auch mit seiner Tochter zu tun. Entscheiden Sie sich heute, sie wieder zur Schule zu schicken. Möchtest du etwas lernen? Ja. Sie möchte und sie wird zur Schule gehen. Alle, die ihre Töchter bilden wollen, heben die Hand. Während Kailash Satyarthi die Eltern überzeugt, weiß er, dass Bildung allein keine Lebensgrundlage ist. Doch sie wird dafür sorgen, dass die Mädchen keine leichten Opfer werden. Diese Botschaft wird der Bus in allen Dörfern verbreiten. Zurück in Delhi wird es wieder eine lange Nacht für die Stop-Mitarbeiter. Rinko und ihr Team wollen einen letzten Versuch starten, um Radha zu retten, die junge Prostituierte aus der JB Road. Wir wurden wieder gebeten, als Kunden getarnt nachzusehen, ob Radha da ist. Rinko wird draußen auf unseren Anruf warten. Doch diesmal wird sie die Razzia allein durchführen, ohne Polizei. Das erhöht die Chancen, dass Mädchen von Männern verschleppt werden. Ist die Gegend gefährlich? Ja, aber das ist mir egal. Warum ist es dir egal? Ich mag meine Arbeit und helfe gerne. Du hilfst gern. Der Slum unterscheidet sich nicht sehr von der Umgebung. Doch Rinko weiß es besser. Sie hat erfahren, dass Menschenhändler genau hier mit Kinderprostituierten handeln. Wir treffen Rinkos Informanten, die die Gegend beobachtet haben. Sie haben gesehen, dass drei Mädchen heute abgeholt wurden. Sie werden Rinko zu dem Haus des Händlers führen. Dieses große Haus hier ist es. Doch jetzt ist es verschlossen. Niemand ist zu Hause. Er wusste, dass wir kommen und ist geflohen. Er hat abgeschlossen. Er ist viel klüger als wir. Die Kinder hören zu. Wir können hier nicht reden. Gehen wir. Zurück im Haus von Rinkos Informanten fragen wir nach dem Kinderhändler. Wenn du keinen Erfolg hast, was passiert dann? Wirst du es weiter versuchen? Er sitzt jetzt wahrscheinlich in einem Hotel in der Nähe. Er wird zurückkommen. Es wird weitergehen. Für uns ist es erst ein Misserfolg, wenn er flieht und nie mehr wiederkommt. Doch seine Sachen sind in dem Raum, also kann er nicht weit sein. Was ist das für ein Gefühl, wenn du alles versuchst, aber scheiterst? Ich weiß nicht, wie es den Mädchen geht, also fühle ich mich schlecht. Rinko wird die Gegend weiter beobachten. Doch ihre Arbeit wird mit jedem Tag schwieriger. Die Händler arbeiten überall in der Stadt. Wir fahren zu einem Ort, wo Mädchen für nur einen Dollar verkauft werden. Wir fahren jetzt zu einem LKW-Rastplatz.
Rinko sagt, dass hier viele Mädchen zur Prostitution gezwungen werden. Auf diesem Rastplatz halten viele Pendler, um sich ein Mädchen zu holen. Viele LKWs kommen vorbei und die Mädchen kommen aus diesen Gassen. Sie werden mit den LKWs woanders hingefahren und dort zum Sex gezwungen. Werden hier viele junge Mädchen mitgenommen? Ja, sehr kleine Mädchen, aber auch ältere. Kailash Satyarthi holt ihren Vater auf die Bühne. Er findet heraus, dass der Vater seinen Sohn unterrichtet. Er drängt ihn, dies auch mit seiner Tochter zu tun. Entscheiden Sie sich heute, sie wieder zur Schule zu schicken. Möchtest du etwas lernen? Ja. Sie möchte und sie wird zur Schule gehen. Alle, die ihre Töchter bilden wollen, heben die Hand. Während Kailash Satyarthi die Eltern überzeugt, weiß er, dass Bildung allein keine Lebensgrundlage ist. Doch sie wird dafür sorgen, dass die Mädchen keine leichten Opfer werden. Diese Botschaft wird der Bus in allen Dörfern verbreiten. Zurück in Delhi wird es wieder eine lange Nacht für die Stop-Mitarbeiter. Rinko und ihr Team wollen einen letzten Versuch starten, um Radha zu retten, die junge Prostituierte aus der JB Road. Wir wurden wieder gebeten, als Kunden getarnt nachzusehen, ob Radha da ist. Rinko wird draußen auf unseren Anruf warten. Doch diesmal wird sie die Razzia allein durchführen, ohne Polizei. Das erhöht die Chancen, Radha zu finden. Doch es macht die Razzia für uns alle gefährlicher. In der JB Road steigen wir die Treppe zum Bordell hinauf. Wir suchen Radha und sie bringt uns in ein Zimmer. Jetzt müssen wir Rinko anrufen. Rinko und ihr Team stehen draußen bereit. Als sie unseren Anruf bekommen, beginnen sie mit der Razzia. Sie schleichen die Treppe hoch zum Bordell. Jetzt muss Rinko Radha finden. Ich bin nach oben gegangen und habe in mehrere Zimmer geschaut, aber ich konnte sie nicht finden. Dann hörte ich die Stimme unseres Lockvogels. Rinko folgt seiner Stimme. Aber sie weiß nicht, ob Radha sich wehren wird. Ich weiß nicht, wie es den Mädchen geht, also fühle ich mich schlecht. Rinko wird die Gegend weiter beobachten. Doch ihre Arbeit wird mit jedem Tag schwieriger. Die Händler arbeiten überall in der Stadt. Wir fahren zu einem Ort, wo Mädchen für nur $1 verkauft werden. Wir fahren jetzt zu einem LKW-Rastplatz. Rinko sagt, dass hier viele Mädchen zur Prostitution gezwungen werden. Auf diesem Rastplatz halten viele Pendler, um sich ein Mädchen zu holen. Viele LKWs kommen vorbei und die Mädchen kommen aus diesen Gassen. Sie werden mit den LKWs woanders hingefahren und dort zum Sex gezwungen. Werden hier viele junge Mädchen mitgenommen? Ja, sehr kleine Mädchen, aber auch ältere. Hier ist es nicht wie im Bordell. Die Händler und Prostituierten gehen in der Menge unter. Wir schauen uns um, können aber keine Transaktionen erkennen. Rinko hat schon einige Mädchen von hier gerettet. Es ist ein Risiko für sie, hierher zu kommen.
Wir versuchen, Rinko abzuschirmen, denn sie kommt sonst inkognito hierher. Die Lkw-Fahrer sollen sie nicht sehen. Während wir Rinko beschützen, hat sie mehr Angst um die Mädchen. Rastplätze wie diese sind heute die wichtigsten Orte in Indien für den Handel mit Prostituierten. In Delhi haben Rinko und Stop sogar Mädchen im Alter von 11 Jahren gerettet. Einige von ihnen leben jetzt hier mit Rinko im Stopheim. Sind diese Mädchen deine Familie? Ja, meine Familie, meine Schwestern. Bist du für sie so etwas wie eine große Schwester? Nicht groß, eher mittel. Los, beeilt euch, ihr seid spät dran. Rinko passt gut auf die jüngeren Mädchen auf. Sie weiß, was die Mädchen durchmachen, denn auch sie war eine von ihnen. Rinko war erst 11 Jahre alt, als ihre Tante sie in ein Bordell in der GB Road brachte. Vier Jahre lang hat ihre Tante sie für Höchstpreise verkauft. Manchmal an mehrere. Was kochst du am liebsten? Am liebsten Momos. Du machst Momos? Wer hat dir das gezeigt? Alles klar, irgendjemand. Machst du sie hier? Vielleicht kannst du Momos für uns kochen. Ich mag auch Nudeln und Chow Mein. Du bist 19? 19, ja. Noch so jung. Wie alt schätzt du mich? 23? 20? Wirklich? Ich bin 33. 33, mein Gott. Ich weiß, ich bin eine alte Frau, stimmt's? Bist du verheiratet? Nein. Ist das schlimm mit 33? Nein, das ist okay. Möchtest du heiraten? Noch nicht. Familienplanung steht bei Rinko nicht an erster Stelle. Sie ist viel unterwegs und hält nach Menschenhändlern in der Stadt Ausschau. Heute nimmt sie uns mit. Wir wollen Meldungen nachgehen, dass im nahegelegenen Slum junge Mädchen von Männern verschleppt werden. Ist die Gegend gefährlich? Ja, aber das ist mir egal. Warum ist es dir egal? Ich mag meine Arbeit und helfe gerne. Du hilfst gern. Der Slum unterscheidet sich nicht sehr von der Umgebung. Doch Rinko weiß es besser. Sie hat erfahren, dass Menschenhändler genau hier mit Kinderprostituierten handeln. Wir treffen Rinkos Informanten, die die Gegend beobachtet haben. Sie haben gesehen, dass 3 Mädchen heute abgeholt wurden. Sie werden Rinko zu dem Haus des Händlers führen. Dieses große Haus hier ist es. Doch jetzt ist es verschlossen. Niemand ist zu Hause. Er wusste, dass wir kommen und ist geflohen. Er hat abgeschlossen. Er ist viel klüger als wir. Die Kinder hören zu. Wir können hier nicht reden. Gehen wir. Zurück im Haus von Rinkos Informanten fragen wir nach dem Kinderhändler. Wenn du keinen Erfolg hast, was passiert dann? Wirst du es weiter versuchen? Er sitzt jetzt wahrscheinlich in einem Hotel in der Nähe. Er wird zurückkommen. Es wird weitergehen. Für uns ist es erst ein Misserfolg, wenn er flieht und nie mehr wiederkommt. Doch seine Sachen sind in dem Raum, also kann er nicht weit sein. Familie getrennt wurde, seid ihr deshalb nervös? Ich habe keine Angst. Wenn mich jemand wegschicken will, werde ich nicht gehen. Ich bin jetzt so selbstbewusst, dass ich nicht gehen werde. Selbst wenn sie mich überlisten wollten. Sveta hofft, dass ihr Leben diesmal anders sein wird.
Wir hätten nie gedacht, dass wir Kindersklaven sein würden und in den Häusern anderer Menschen arbeiten müssen. Das hatten wir uns nie vorgestellt. Ich hätte nicht arbeiten, sondern lernen und spielen sollen. Ich finde, meine Kindheit wurde mir gestohlen. Es ist früher Morgen und wir haben unser Ziel fast erreicht. Wir sind in Jharkhand, einer der ärmsten Regionen Indiens. Die Mädchen werden hier nur wenige Möglichkeiten haben. Doch es gibt hier etwas, auf das sie sich besonders freuen. Ihr Zuhause und ihre Familie. Ich habe viele Dinge gelernt, mit dem Computer arbeiten, nähen. Ich werde weiterlernen. Wie war es dort? Mir hat es sehr gefallen. Ich dachte, ich komme nie zurück. Aber jetzt bin ich hier. Alle Freunde kommen und begrüßen sie. Das sind Shilpis Freunde. Doch Shilpi ist zu schüchtern. Dort hat sie so viel geredet. Was ist nur los mit ihr? Meine beste Freundin. Wenn man die Mädchen in ihrem Zuhause sieht, fällt es schwer zu glauben, dass sie als Sklavinnen missbraucht wurden. Wir möchten verstehen, warum Svetas Mutter sie damals weggegeben hat. Warum haben sie die Mädchen dem Mittelsmann mitgegeben? Ihr Vater war gerade gestorben. Ich hatte kein Einkommen, konnte die Schule nicht bezahlen. Ich dachte, so könnten sie etwas aus ihrem Leben machen. Und es würde uns finanziell helfen. Das dachte ich, als ich sie wegschickte. Sie mussten von 4 Uhr morgens bis Mitternacht arbeiten. Viele wurden sexuell und körperlich missbraucht. Sie tragen die Narben bis heute am Körper. Dabei sind sie noch so jung. Hier treffen wir auch Sveta und ihre jüngere Schwester Shilpi. Ist das dein Bett? 16 Mädchen in einem Raum. Schnarcht denn jemand? Nein? Wir fragen die Schwestern, wie es dazu kam, dass sie zu Dienstmädchen wurden. Shilpi ist 9 und Sveta 14 Jahre alt. Wie lange seid ihr schon hier im Ashram? Es sind jetzt 5 Monate. Könnt ihr uns etwas über euch erzählen, was euch passiert ist? Ich wurde dort hingebracht und man sagte mir, ich würde dort etwas lernen. Aber ich habe fast jeden Tag geweint. Sie musste für sie kochen und auf das Baby aufpassen. Wurdest du auch geschlagen? Seine Frau hat zugeschaut. Die Mädchen erzählen, dass sie bei ihrer Mutter lebten, bis eine Verwandte anbot, sie in die Stadt zu bringen. Sie sagte, ich nehme sie mit. Ich sorge für ihre Ausbildung und nebenbei können sie arbeiten. Meine Mutter konnte unsere Schule nicht bezahlen, also stimmte sie zu. Doch die Verwandte verkaufte Sveta an eine Familie aus der Stadt. Sie benutzten Sveta als Sklavin. Sie musste von 4 Uhr morgens bis Mitternacht schuften. Und es wurde immer schlimmer. Ich wurde jeden Tag beschimpft und geschlagen. Manchmal schlugen sie mich mit der Hand. Manchmal nahmen sie einen Stock oder einen Besen. Ihre Arbeitgeber gingen aber noch weiter. Sie drohten ihr, sie würden sie umbringen, wenn sie ihrer Mutter davon erzählte. Beim Arbeiten habe ich viel geweint. Wenn ich nur daran denke, möchte ich gleich wieder weinen.
Es dauerte ein ganzes Jahr, bis Svetas Mutter die Wahrheit herausfand und sie rettete. Als ich meine Familie sah, brach ich zusammen. Vor Erleichterung habe ich nur geweint. Ich hatte auf einmal ein neues Leben. Die meisten Mädchen hier im Ashram waren, wie die beiden Schwestern, vorher Dienstmädchen. Ihre Zimmer geschaut, aber ich konnte sie nicht finden. Dann hörte ich die Stimme unseres Lockvogels. Rinko folgt seiner Stimme. Aber sie weiß nicht, ob Radha sich wehren wird. Doch als Radha die Tür öffnet, kann sie sich vor Angst nicht bewegen. Sie lässt sich von Rinko nach draußen bringen. Als ich das Mädchen gefunden hatte, zitterte sie und ihr Körper wurde ganz heiß. Sie war sehr verängstigt. Sie wusste nicht, was passierte. Radhas Vater und Schwester mischen sich ein. Doch Radha wird herausgeführt und zur Polizei gebracht. Es ist ein bittersüßer Moment für Rinko. Einerseits freue ich mich riesig. Andererseits tut es mir so leid, dass dieses Mädchen so viel ertragen muss. Sie muss viele Fragen haben. Ich wünschte, ich könnte sie alle beantworten. Du musst keine Angst haben. Dir wird nichts passieren. Bei der Polizei müssen wir lange warten. Sie werden Radha in ein staatliches Heim bringen, bis alles geklärt ist. Rinko versucht, mit Radha zu sprechen. Sie soll über andere Arten zu leben nachdenken. Die Leute verachten diese Arbeit, weißt du das? Jeder hat seine eigenen Traditionen. Unsere Traditionen bestimmen wir aber nicht selbst. Vergiss das nie. Du hast das Recht auf ein eigenes Leben. Du kannst so viel tun, für dich selbst denken. Du musst nur von diesem Ort verschwinden. In den kommenden Monaten will Rinko versuchen, Radha zur Therapie in ein Stopheim zu holen. So schwer es für Radha sein wird, nicht mehr bei ihrer Familie zu sein, hoffen wir, dass sie die Chance hat, künftig über ihr eigenes Leben zu bestimmen. Rinko verlässt die Polizeistation und geht nach Hause. Doch sie weiß, wir gehen um eine Ecke und sehen auf einmal viele Familien, die in dieser behelfsmäßigen Fabrik Mandeln schälen. Kleine Mädchen knacken Nüsse, manchmal nur mit ihren Zähnen. Die Eltern sind Sklaven. Sie sind hoch verschuldet. Und sie haben diese Schulden an ihre Kinder weitergegeben. Die Familien bekommen kaum Lohn, bis die Schulden abbezahlt sind. Die meisten dieser Kinder werden ihr Leben lang Sklaven bleiben. Sachs wird die Fabrik weiter beobachten. Doch jetzt müssen wir diese Kinder erst einmal zurücklassen. In ganz Indien arbeiten Mädchen nicht nur in Fabriken, sondern schuften auch in Privathaushalten. Manche von ihnen enden als Sklaven, gefangen und gefoltert hinter verschlossenen Türen. Bei Sachs bereiten sich Kailash Satyarthi und sein Team auf eine Razzia vor. Sie haben einen Hinweis auf ein junges Mädchen erhalten, das als Dienerin gehalten wird. It's very common.
Zwei ehrenamtliche Mitarbeiter von Sachs werden als Ehepaar getarnt versuchen, Kontakt mit dem Mädchen aufzunehmen. Sie geben vor, die Mutter des Mädchens zu kennen. So werden sie das Mädchen vielleicht alleine sprechen können. Wir begleiten sie. Sollten sie das Mädchen finden, werden sie es sofort befreien und mitnehmen. Die Wohnung liegt in einem Hochhaus. Das Sachs-Team geht voraus, um zu sehen, ob das Mädchen da ist. Sie tragen ein Mikrofon. Ein Sachs-Mitglied bleibt bei uns und hört mit. Sie kommen wieder. Sie durften nicht in die Wohnung oder mit dem Mädchen sprechen. Aber sie haben es gesehen. Die beiden haben nicht mit dem Mädchen gesprochen, doch es wird dort als Dienstmädchen gehalten. Das Team bereitet sich vor. Es geht los. Wir folgen ihnen, als sie die Wohnung stürmen. Unterdessen sind auch Polizei und die Presse eingetroffen. Sachs hofft, dass die Presse dazu beiträgt, Aufmerksamkeit zu erregen. Nach Menschenhändlern in der Stadt Ausschau. Heute nimmt sie uns mit. Wir wollen Meldungen nachgehen, dass im nahegelegenen Slum junge Mädchen von Männern verschleppt werden. Ist die Gegend gefährlich? Ja, aber das ist mir egal. Warum ist es dir egal? Ich mag meine Arbeit und helfe gerne. Du hilfst gern. Der Slum unterscheidet sich nicht sehr von der Umgebung. Doch Rinko weiß es besser. Sie hat erfahren, dass Menschenhändler genau hier mit Kinderprostituierten handeln. Wir treffen Rinkos Informanten, die die Gegend beobachtet haben. Sie haben gesehen, dass drei Mädchen heute abgeholt wurden. Sie werden Rinko zu dem Haus des Händlers führen. Dieses große Haus hier ist es. Doch jetzt ist es verschlossen. Niemand ist zu Hause. Er wusste, dass wir kommen und ist geflohen. Er hat abgeschlossen. Er ist viel klüger als wir. Die Kinder hören zu. Wir können hier nicht reden. Gehen wir. Zurück im Haus von Rinkos Informanten fragen wir nach dem Kinderhändler. Wenn du keinen Erfolg hast, was passiert dann? Wirst du es weiter versuchen? Er sitzt jetzt wahrscheinlich in einem Hotel in der Nähe. Er wird zurückkommen. Es wird weitergehen. Für uns ist es erst ein Misserfolg, wenn er flieht und nie mehr wiederkommt. Doch seine Sachen sind in dem Raum, also kann er nicht weit sein. Was ist das für ein Gefühl, wenn du alles versuchst, aber scheiterst? Ich weiß nicht, wie es den Mädchen geht, also fühle ich mich schlecht. Rinko wird die Gegend weiter beobachten. Doch ihre Arbeit wird mit jedem Tag schwieriger. Die Händler arbeiten überall in der Stadt. Wir fahren zu einem Ort, wo Mädchen für nur $1 verkauft werden. Wir fahren jetzt zu einem LKW-Rastplatz. Rinko sagt, dass hier viele Mädchen zur Prostitution gezwungen werden. Auf diesem Rastplatz halten viele Pendler, um sich ein Mädchen zu holen. Viele LKWs kommen vorbei und die Mädchen kommen aus diesen Gassen. Sie werden mit den LKWs woanders hingefahren und dort zum Sex gezwungen. Diese Videos von früheren Razzien zeigen, wie Bordellbesitzer Aktivisten und Polizisten überlisten. Jedes Bordell ist wie ein Labyrinth. Es gibt Verstecke in doppelten Böden und hinter falschen Wänden. In geheimen Tunneln können mehrere Mädchen versteckt werden. Auch in den Dachböden gibt es Verstecke.
Die Suche nach einem Mädchen kann Stunden dauern. Außerdem haben die Bordellbesitzer ein weiteres Ass im Ärmel. Korrupte Polizisten. Normalerweise begleitet die Polizei die Aktivisten bei Razzien. Doch auf jeden ehrlichen Polizisten kommen mehrere, die die Bordellbesitzer gegen Geld vorwarnen. Ohne Überraschungseffekt kann eine Razzia sehr gefährlich werden. Ich weiß, dass ich in Gefahr bin, aber ich habe keine Angst zu sterben. Ich weiß nicht warum. Aber wenn ich 50 Mädchen retten kann und dabei sterbe, dann weiß ich wenigstens, dass ich gestorben bin, als ich das Richtige tat. Rinko wird sich von Kopf bis Fuß verschleiern, um unerkannt zu bleiben. Jetzt ist sie bereit für die GB Road. Da Radha unser Team bereits kennt, hat Stop uns gebeten, als Kunden zu prüfen, ob sie da ist. Rinko wird vor dem Bordell auf unseren Anruf warten. Wir betreten das Bordell in der GB Road mit einer versteckten Kamera. Der erste, den wir treffen, ist ein Polizist. Hier stimmt etwas nicht. Wir fragen nach Radha und sollen warten. Wir haben keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Schließlich kommt Radhas Schwester. Sie sagt, Radha sei nicht da. Und sie sagt, die Polizei spreche von einer Razzia in der GB Road. Rinko und ihr Team sind noch in Wartestellung, als unser Kollege sie anruft. Rohit hat angerufen. Sie wusste,